Liebe Pilzfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video über Pilze. Heute möchte ich anhand des Perlpilzes und des grauen Wulstlings euch mal zeigen, was man unter der Teilhülle versteht. Schaut euch mal diesen total genialen Perlpilz an. Schöner kann man ihn eigentlich nicht finden. Wunderschönes Exemplar. Genau so muss er sein. Selbst die Teilhülle ist noch da. Die Lamellen werden bei diesem jungen Exemplar noch von der Teilhülle verdeckt. Also einen schöneren kann man eigentlich gar nicht finden. Schaut es euch mal genau an. Der ist noch unten komplett geschlossen. Guck mal. Besser geht's doch gar nicht. Die Teilhülle kann man vor allen Dingen noch bei ganz jungen Exemplaren der Wulstlinge sehen. Und sie reißt, je älter der Pilz wird, langsam auf. Die aufgerissene Teilhülle bleibt dann am Stiel als eine lappige, hautähnliche Manschette übrig, die entweder gerieft oder ungerieft sein kann. Das ist abhängig von der jeweiligen Pilzsorte. Die Manschette ist auf jeden Fall, genau wie die Teilhülle auch, ein wichtiges Erkennungsindiz für einen Pilz. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem kurzen Video über die Teilhülle bei Pilzen etwas weiterhelfen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.